Lasse Schimmler scheitert über die Außenposition an Johnny Hagen. Es bleibt beim 16-17. Fuß entschieden durch die Schiedsrichter. Freiwurf für Empor Rostock. Erneut Fuß, erneut Freiwurf für Empor Rostock. Scheel zieht ab, aber Stürmerfoul entschieden. Damit bleibt es beim 16-17. Angriff Post Schwerin. Schön an den Kreis angespielt. Aber Hendrik Müller scheitert an Johnny Hagen. Und es gibt eine 2 Minuten Zeitstrafe gegen Kevin Paul. Und Rudolf Schulz steht jetzt am 7-Meter-Punkt für den SV Post Schwerin. Und er verwandelt zum Ausgleich 17-17. Und Schee von der Außenposition zur erneuten Führung des HC Empor Rostock. 17-18. Alex wird mit dem Übersteiger auf die Außenposition gespielt. Konrad Lange mit dem Ausgleich 18-18. Oh, schön geblockt von Paul Schmerin und der Konter läuft, aber abgefangen von Scheel. Köln wieder raus auf Scheel. Da wird dann aber von Hendrik Müller gestoppt. Freiwurf für Empor Rostock. Und Ballbesitz Post Schwerin. Alex Wirth scheitert erneut an Johnny Hagen. So bleibt es beim 18-18. Und Köln mit Glück ins Tor. 18-19 für Empor Rostock. Und da setzt er sich schön durch am Kreis, Hendrik Müller.
Und noch eine 2-Minuten-Strafe. Heraus gegen die Nummer 15 des HCM Rostock, Kai Küchler. Überzahlspiel Überzahlspiel Post Schwerin. Und Erik Quentnau hält den Ball, aber sein Pass kommt nicht an. Und so bleibt Empor Rostock im Ballbesitz. Und die Rostocker können sich den Ball erarbeiten, aber das Tor zählt nicht. Und so bleibt es beim 19:19 im Ballbesitz für. Nein, es gibt scheinbar 7 Meter für den HC Empor Rostock. Tobias Scheel tritt an den 7-Meter-Punkt. Gegen Erik Quetnau. Und Scheel verwandelt sicher zum 19:20. Björn Wenske bleibt da hängen. Und weiter geht's. Freiburg, Post Schwerin. Rostock spielt jetzt aggressiv, etwas offensiver die Deckung. Alex Wirth steigt hoch. Wenske bleibt erneut hängen. Freiburg, Post Schwerin. Und Alex Wirth scheitert erneut an Johnny Hagen. Und Scheel mit dem Hüpfwurf, der geht daneben. Und Post Schwerin mit dem Angriff. Da geht er mal hoch, aber der Ball geht an den Pfosten und raus. Rudolf Schulze. Oh, ein Pfostenkracher durch die Nummer 7. HC Empor Rostock, Philipp Mint. Und Benny Holz verwandelt den Freiwurf direkt zum 9.